Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, es gibt mal wieder ein neues Haus-Tutorial. Heute mal ein Haus, was nicht auf der flachen Welt gebaut ist, sondern hier mitten in eine normale Welt hinein, ein Strandhaus. Und der ein oder andere von euch wird das Haus vielleicht schon kennen, weil ich das in einem Livestream zusammen mit ein paar Leuten gebaut habe. Also ich habe es alleine gebaut, aber es waren Leute live dabei. Genau, ich würde sagen, wir schauen uns das Haus an und wenn euch das Ganze gefällt, dann bauen wir das zusammen nach, dann aber auf einer normalen Welt, auf einer flachen Welt, nicht auf einer normalen. So, genau, wir sind hier einmal auf der, ja eigentlich auf der Rückseite, das ist die Seite, die hier direkt zum Meer ist. Ich würde sagen, ich fliege einfach erstmal so außen rum, dann seht ihr einmal, wie das Ganze von den verschiedenen Seiten aussieht. Wir haben hier hinten nochmal so ein, auch so ein Pool, wir haben eine Treppe nach oben und hier muss man sogar hochgehen und dann kann man hier auch rein in das Haus, was oben halt so teilweise offen ist. Also das ist jetzt nicht zu, sondern man geht einfach davon aus, dass hier wirklich ein gutes Wetter ist und man auch den ganzen Tag über so offen dann chillen kann. Hier unten hat man dann aber auch nochmal einen Bereich, also gerade wenn man von der Seite hier kommt, der dann komplett innen ist, also komplett eingeschlossen mit Glas und sowas. Also wirklich sehr viel Glas an den verschiedenen Seiten. Und wir haben auch verschiedene Gänge. Hier an den Seiten, zum Beispiel hier, kann man hier noch teilweise unten durchgehen. Also ich finde, das Haus ist irgendwie, ich feiere das, keine Ahnung. Das hat irgendwas, ich finde, das ist mega cool geworden. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Und ich würde dann einfach mal sagen, wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr Bock darauf habt, dann können wir das jetzt einfach mal zusammen nachbauen. Okay, die Materialien, die wir brauchen, sind zum Großteil Quarz und Birkenholz, also das sind eigentlich die Hauptelemente und normale Glasscheiben, also die farblosen, die finde ich, sehen bei dem Haus mega gut aus und dann noch hellgraue Glasscheiben für die Geländer und so weiter und dann noch so ein paar andere Sachen, die ich immer wieder dazu ansagen werde. Genau, aber das sind so an sich die Hauptelemente und dann würde ich sagen, fangen wir an. Erstmal die Grundfläche zu legen, so ein bisschen, das heißt, wir müssen einmal Anfang von hier nebeneinander 23 Blöcke aus Quarz setzen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, sorry, 23 sind das. Genau, 23 Blöcke. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir anfangen, das Ganze auch schon mal nach hinten zu ziehen. Da brauchen wir auch eine mega lange Strecke und zwar 31 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns einmal hier hin und zählen jetzt ab 2, weil wir den mitzählen. Das heißt, hier ist ja schon eine Reihe, dann ab 2 bis 31. Das heißt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 31. Also wie gesagt, 31 Blöcke und das sind 23 Blöcke. Und dann ziehen wir das einmal, also sozusagen wieder zusammen. Das heißt, hier zählen wir auch wieder von 2 bis 23. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Und dann können wir das hier einmal schon mal miteinander verbinden. Und dann müssen wir gleich, wohl oder übel, die ganze Fläche auch einmal mit Quarz auffüllen. Das wird jetzt ein Stück dauern, aber während ich das mache, könnt ihr das ja bei euch auch gleichzeitig machen und dann sind wir hoffentlich ungefähr gleichzeitig fertig. Genau, und wenn euch das zu langweilig ist, spult im Video einfach ein bisschen vor und danach sage ich, wie es weitergeht. Das ist aber halt einfach wichtig, dass man diese Plattform hat, weil die macht halt irgendwie das Haus auch so ein Stück weit aus, weil man nachher ja den Pool auf einer Seite dort drauf hat. Ich habe den ja so zum Beispiel gebaut, dass das halb über dem Strand, über das Wasser ragt. Also das könnte man theoretisch auch auf einen Berg oder sowas machen, dass diese Plattform dann über einen Berg so ein bisschen überragt oder sowas. Genau. Also ihr könnt, das wäre auch mal eine geile Idee. Ihr könntet vielleicht, wenn ihr das Haus fertig habt und bei euch in die Welt gebaut habt, mal zeigen, wo ihr das gemacht habt. Also ob das bei euch auch irgendwie an einem Strand ist oder auf einem Berg oder wie auch immer. Und postet das gerne bei Instagram und markiert mich auf den Bildern. Genau. Würde mich mal interessieren, einfach so zu sehen, wo ihr das Haus hingebaut habt. So. Jetzt bald
sollten wir die Fläche haben, wobei, naja, ist doch noch ziemlich, doch noch ziemlich groß die Fläche. Dauert halt wie gesagt ein bisschen. Ich könnte das jetzt theoretisch auch mit World Edit machen. Ich weiß aber, dass viele von euch das nicht haben und deshalb mache ich das jetzt einfach per Hand. Genau, auch wenn es jetzt ein bisschen dauert. Aber dann haben wir schon mal einen Großteil der Arbeit gleich hinter uns. So. Hier weiter. Und wenn euch das zu lange dauert, macht eine Pause. Holt euch einen Kaffee, holt euch einen Kakao oder einen Tee oder ein Wasser. Genießt erstmal eine Runde und dann macht weiter. So, das werde ich jetzt aber nicht machen. Ich werde das hier straight durchziehen. So, hier nochmal entlang. Alter, das ist echt eine mega große Fläche, Alter. 23 mal 30 Blöcke. Das sind 309, das sind, glaube ich, über 1000 Blöcke sogar. Oder? Wenn ich das jetzt ganz grob im Kopf rechne, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es sogar über 1000 Blöcke sind. So. Jetzt haben wir es gleich aber wirklich geschafft. Okay, perfekt. So, man erkennt auf jeden Fall, wo die längere und wo die kürzere Seite ist. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt an eine kürzere Seite wieder dran gehen. Und da machen wir das jetzt so, dass wir einmal hier rechts an die Ecke gehen und hier einmal abzählen. 1, 2, 3 Blöcke, die wir freilassen auf dem vierten Block. Also hier, da setzen wir jetzt Quarz hin und zwar 6 Blöcke aufeinander. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Die Blöcke alle aufeinander. Dann ziehen wir das einmal nach links rüber. Da brauchen wir insgesamt 15 Blöcke nebeneinander. Wir haben ja hier schon einen. Das heißt, wir stellen uns hier links daneben und zählen einmal ab 2 bis 15. Das heißt, 2, ne? Wie gesagt, einen hatten wir. Jetzt haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 bis hierhin. Dann gehen wir einmal hier nach rechts hin und ziehen das jetzt nach hinten weg, um da auch so ein bisschen die Grundform fertig zu machen. Und zwar brauchen wir dort 20 Blöcke hintereinander. Das heißt, wir zählen ab 2 bis 20. Das heißt 2, weil wir einen schon hatten. Jetzt haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und können dann den letzten auch schon mal runterziehen zum Boden, also bis hier auf die Quarzplatte. So, dann haben wir den Bereich. Dann können wir hier an der Stelle auch einmal nach hinten weggehen, so ein bisschen. Und zwar erstmal 6 Blöcke insgesamt. Das heißt, einen haben wir. Wir zählen wieder ab 2 bis 6. Das heißt 2, 3, 4, 5 und 6. Bis hierhin erstmal. Genau, so. Was wir dann schon mal machen können, ist, dass wir genau vielleicht diese Stelle, also das, was wir gerade eben gezogen haben, einmal nach rechts rüberziehen, bis sich das hier wieder mit dem Quarz verbindet und das Ganze hier dann auch schon mal mit Quarz auffüllen. Also wir werden noch einiges auffüllen müssen, also gerade für das Dach und auch hier für die Zwischenetage sozusagen. Aber wir fangen erstmal mit so einem kleinen Stück hier an, weil dann können wir da drunter schon mal weiterbauen. Genau, so bis hierhin erstmal. So. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier hinter. Und hier haben wir ja diese eine Säule und da ziehen wir noch eine zweite Schicht und eine dritte Schicht Quarz hin. Also so, dass wir drei Blöcke hier nebeneinander haben. Ich muss mal gerade gucken, dass ich hier nichts falsch. Genau, noch eine vierte. Das müssen vier insgesamt sein. Genau, wenn wir das gemacht haben. Dann gehen wir wieder hier auf diese Vorderseite oder von außen hin. Und jetzt müssen wir mal abzählen. Also hier bleibt jetzt ein, zwei Blöcke bleiben frei und an den dritten, also hier, da setzen wir jetzt Glasscheiben einmal hin. Und zwar von oben, von unten bis ganz nach oben. Das sind fünf Blöcke aufeinander. Dann setzen wir jetzt links daneben jeweils nochmal eine Glasscheibe dran. Dann nehmen wir uns Birkenholz und ziehen hier eine Schicht Birkenholz hin und dann noch eine Schicht Birkenholz hin. So, dann kommt hier wieder ein Fenster hin, das wird drei Blöcke breit. Das heißt, wir lassen erstmal drei Blöcke frei und setzen dann hier auf den vierten Quarz hin. Und zwar auch einmal von unten, bis das halt hier oben dran geht. Dann lassen wir hier unten wieder drei Blöcke frei und ziehen hier noch einmal eine Quarzsäule hin, die auch wieder von unten bis ganz nach oben geht.
Und dann können wir jetzt, würde ich sagen, schon mal die Glasscheiben nehmen und die einmal hier zwischenpacken. Also sowohl hier einmal als auch hier an der Stelle. Genau, so weit an der Seite erstmal. Dann gehen wir einmal hier hinterhin. Und lassen jetzt nach hinten gehend auch drei Blöcke frei und dann auf den vierten, also hier, da nehmen wir jetzt einmal Holz und ziehen fünf Blöcke Holz aufeinander, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt links daneben noch eine Schicht Holz hin und nochmal links daneben wieder eine Schicht Holz hin, sodass wir drei Holzblöcke sozusagen hier nebeneinander haben, die erstmal bis hier hingehen. Die wir gleich aber noch ein bisschen höher ziehen. Wobei wir können jetzt schon mal hier vielleicht noch mal drei weitere Blöcke draufziehen und das danach noch höher ziehen. Aber soweit erstmal. Genau, so. Dann der nächste Schritt. Da machen wir das jetzt einmal so, dass wir. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob ich das genau richtig gemacht habe, aber ich glaube schon. Genau, wir können hier jetzt auch schon mal Glasscheiben nehmen und die hier zwischenpacken. Hier haben wir dann auch wieder so ein Glasfenster. Und dann nehmen wir uns jetzt wieder Quarz. Jetzt muss man genau aufpassen. Hier nämlich an der Stelle lassen wir jetzt eins, also neben dem Holz lassen wir eins, zwei, drei Blöcke frei und auf dem vierten, also hier ziehen wir jetzt auch einmal Holz aufeinander und zwar 11 Blöcke. Also einen haben wir jetzt, dann zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 bis hier oben. Dann ziehen wir davor nochmal eine Schicht, also überall davor nochmal Quarz, auch 11 Blöcke hoch. Und dann ziehen wir das von hier einmal rechts rüber. Insgesamt brauchen wir da 19 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier einmal rechts daneben und zählen von 2 bis 19. Das heißt, also einen Block haben wir schon, dann haben wir 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und das müsste genau hier drüber sein und das passt auch. Sehr schön. Genau, dann haben wir das schon mal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier oben die Plattform auch schon mal fertig. Und zwar ziehen wir jetzt von der Ecke aus die einmal nach hinten. Da brauchen wir insgesamt 14 Blöcke. Ihr seht, wir haben schon zwei. Das heißt, wir stellen uns hier hinter und zählen einmal ab 3 bis 14, das heißt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genauso brauchen wir hier an der Seite nach hinten gehen auch 14 Blöcke, das heißt, wir stellen uns hier dahinter und zählen jetzt ab 2 bis 14, das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und dann verbinden wir das hier einmal miteinander. So. Und dann, was wir machen, ist, dass wir einmal, also wenn ihr müsst jetzt genau gucken, auf welcher Seite wir sind, ne? Also hier haben wir die Fenster und sowas, wenn wir dann hier links oben hingehen, lassen wir hier zwischen einmal, also 1, 2, 3, 4 Blöcke frei und auf den fünften dahinter ziehen wir einmal eine Verbindung bis ganz nach hinten rüber. Und der Grund ist, weil wir hier teilweise ein Glasdach drin haben, ne? Das heißt, hier machen wir einmal eine Verbindung, können uns dann schon mal. Ja, wobei erstmal machen wir hier außen nochmal drei Blöcke Quarz hin, hier nochmal drei Blöcke Quarz hin und den Rest können wir dann mit Glasblöcken auffüllen, weil wie gesagt, hier haben wir dann so teilweise ein Glasdach. So, und den kompletten Rest können wir dann mit Quarzblöcken auffüllen. Dann haben wir schon mal eine weitere Quarzfläche fertig. Also gerade bei so größeren Häusern und das ist ja ein größeres Haus. Da hat man halt immer wieder Riesenflächen, die man komplett auffüllen muss und das dauert halt immer ein bisschen. Aber man hat halt später umso geräumigere Häuser. Genau, so. Dann ziehen wir das hier nochmal schön entlang, wobei das geht jetzt eigentlich sogar relativ schnell, das haben wir ja gleich geschafft. Okay, perfekt, genau, dann haben wir das Dach hier schon mal drauf. Das ist sehr gut. Dann können wir einmal hier zu diesem Holz wieder hingehen. Und hier einmal links von dem Holz drei Blöcke Quarz hier dran ziehen. Und außerdem auf dem Holz weiteres Holz draufsetzen.
Und zwar so lange, bis das hier nach oben dran geht. Also dass das sozusagen eine durchgezogene Holzsäule ist, die von unten einmal bis hier ganz nach oben rüber geht. Genau. Soweit dann erstmal hier an der Stelle. Und dann würde ich sagen, dass wir einmal hier auf die rechte Seite rüber gehen. Und genau, wir haben ja hier schon mal diesen Bogen und den erweitern wir jetzt noch mal ein bisschen. Und zwar müssen wir hier rechts hingehen und auf der Innenseite, hier haben wir jetzt eine Schicht Quarz. Hier brauchen wir aber insgesamt fünf Schichten. Das heißt, wir ziehen eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte Schicht Quarz hier hin. Und außerdem an der Unterseite von dieser Säule setzen wir auch noch mal jeweils einen Quarzblock dran, dass wir hier so eine Art Durchgang haben. Genau, außerdem nehmen wir uns dann als nächstes einmal Holz und hier seht ihr ja schon diese zwei Holzblöcke, die wir haben. Und dann gehen wir einmal hier auf der vorderen Seite, hier ziehen wir noch eine Schicht Holz dran, also eine zweite, dann noch eine dritte Schicht Holz hier hin. Dann machen wir das so, dass wir hier zwei Blöcke freilassen, dann nehmen wir uns Quarz und ziehen hier eine Quarzsäule hin. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das... Weil vielleicht macht das Sinn, erstmal das Dach hier nochmal drauf zu ziehen. Also jedenfalls, das sind fünf Blöcke hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau das passt. Dann lassen wir drei Blöcke frei und setzen hier nochmal eine Quarzsäule hin, die auch wieder fünf Blöcke hoch ist. Dann lassen wir wieder zwei Blöcke frei und nehmen uns Holz und setzen dann drei Blöcke Holz nebeneinander und das jeweils auch fünf Blöcke hoch. Das heißt, jetzt haben wir jetzt drei, vier und fünf. Genau bis hierhin. Und dann können wir uns auch schon mal Glasscheiben nehmen und die hier reinziehen. Und hier auch einmal reinziehen. Und in der Mitte, das bleibt dann erstmal frei für einen Durchgang. Beziehungsweise hier oben können wir eine Schicht Holz nochmal reinziehen. Genau, und hier, ja, wobei, nee, da lassen wir das jetzt so. Also hier einfach so eine Holzschicht, damit die Tür nicht so ganz so groß wirkt. Genau, so, dann haben wir das schon mal. Dann würde ich sagen, komm, machen wir erstmal die Rückseite, weil dann ist es echt einfacher, hier weiterzumachen. Und genau, wir fangen hier links einmal an. Hier haben wir ja schon eine Schicht Quarz. Und hier müssen wir jetzt noch eine zweite Schicht Quarz dran ziehen. Und eine dritte. Also jetzt seht ihr, das sind drei Blöcke Quarz nebeneinander. Und dann müssen wir das hier an der oberen Kante einmal noch weiter nach rechts ziehen. Hier haben wir ja insgesamt jetzt schon drei. Wir brauchen aber insgesamt 15. Das heißt, wir stellen uns hier rechts daneben und zählen einmal ab 4 bis 15. Das heißt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ziehen dann den letzten hier runter bis zur Plattform. Dann haben wir hier diese Struktur schon mal ein bisschen geschaffen. Und dann gehen wir einmal hier unten nach rechts hin, lassen drei Blöcke frei. Und auf dem vierten hier setzen wir sechs Quarzblöcke aufeinander. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genauso hoch wie das hier ist. Und dann können wir diesen obersten schon mal nehmen und den ganz nach hinten durchziehen. Also einmal bis hierhin dran. Und außerdem können wir hier auch schon mal hingehen und dann einen nach hinten, also sozusagen nicht den ersten, sondern den zweiten Block, den auch mal so ein bisschen höher ziehen und zwar noch fünf weitere Blöcke, also eins, zwei, drei, vier, wobei ne, der fünfte ist schon da, also bis hierhin. Das zeigt sogar, dass wir alles richtig gemacht haben, weil wir perfekt an der Ecke ankommen, das ist sehr gut. So, außerdem können wir dann schon mal von hier diese Ecke nehmen und die nach hinten verbinden, also einfach komplett rüberziehen bis zum Holz. Das heißt hier, so bis sich das hier mit verbindet. Und dann können wir diese ganze Fläche auch einmal mit Quarz auffüllen. So, das heißt hier überall Quarz drüber, auch hier über diese Wände und sowas. So, das haben wir da unten ja schon alles angepasst. So, dann hier entlang. Hier rüber. Kann sein, dass es vielleicht die ein oder andere Stelle gibt, vielleicht zwei Stellen, wo wir nachher nochmal das kurz rausreißen müssen, weil wir das mit Holz ersetzen. Aber das zeige ich euch dann gleich, wenn es soweit ist. Genau, so erstmal machen wir diese Etage hier fertig.
Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch noch die Treppe hier fertig, weil das jetzt auch relativ schnell geht. Und zwar müssen wir dafür. So, jetzt muss ich mal gerade genau gucken. So, hier eine Schicht, also drei Blöcke Quarz hinsetzen. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier keinen Fehler mache. Dann davor nochmal Quarz setzen und hier nochmal Quarz drauf. Und dann nehmen wir uns Quarztreppen und fangen an, die hier dran zu setzen, hier drauf zu setzen, hier drauf zu setzen. Dann kommt hier halt die nächste Schicht hin, also glaube ich selbsterklärend. Und dann kommt dahinter die nächste Schicht. Dann brauchen wir erstmal einen Hilfsblock. So, den können wir unten auch wieder rausreißen. So, dann hier die nächste Schicht. Und dann hier nochmal eine Treppe hin. Und dann müssen wir natürlich von innen zusehen, dass wir hier und hier einen Block hinziehen. Beziehungsweise nachher kommen da eh noch mehr Blöcke hin. Aber erstmal so. Und dann können wir diesen ganzen Bereich hier auch schon mal mit Quarzblöcken auffüllen. So, das heißt einmal hier die ganze Fläche. So, dann können wir uns auch schon mal hellgraue Glasscheiben nehmen und die hier zwischenpacken. Hier kommt das erste Geländer hin. Genau, hier kommt das, glaube ich, auch komplett außen rum. Ich muss mal gerade gucken. Ich will hier jetzt keinen Fehler machen, aber das passt genau. Also von hier angefangen. Einmal hier auf diese Ecke. Dann hier komplett rüber bis zur nächsten Ecke. Dann hier auch wieder komplett rüber bis zur nächsten Ecke. Und hier, warte mal, ich muss jetzt gerade das richtige Bild raussuchen. Genau, erstmal hier rüber bis zu dieser Ecke. Also bis hierhin. Dabei belassen wir das erstmal, weil wir da gleich noch ein bisschen was ändern müssen. Oder dazu bauen müssen. So, aber jetzt gehen wir erstmal, würde ich sagen, dann hier unten hin. Genau. Und hier seht ihr ja schon, wir haben hier eine Schicht von Holz. Da müssen wir jetzt noch eine zweite Schicht Holz rechts daneben, also hier eine Schicht Holz hinsetzen. Dann kommt hier ein Fenster hin, das heißt, wir lassen erstmal drei Blöcke frei und ziehen dann hier auf dem vierten einmal Quarz hin, von unten bis hier ganz nach oben. Dann lassen wir wieder drei Blöcke frei, weil hier gleich wieder Glas hinkommt. Und dann kommt hier auf dem vierten auch wieder Holz hin, einmal von unten bis ganz nach oben. Rechts daneben auch nochmal Holz. Und dann nehmen wir uns Quarz und ziehen hier an diesen zwei Blöcken nochmal Quarz hin. Und zwar dann auch von unten einmal bis hier ganz nach oben. Dann haben wir den Bereich schon mal abgetrennt. Und mit der Treppe, das ist dann auch einmal vernünftig gemacht. Und dann können wir uns hier Glasscheiben nehmen und die hier einmal komplett reinpacken. Wenn man trifft, halt, was ist los? So, jetzt. Genau. Und dann hier auch nochmal. So, genau, dann haben wir den Bereich. Das ist sehr gut. Und dann können wir einmal schon mal hier hingehen. Und genau, also wenn wir jetzt diesen Holz, diese zwei obersten rausreißen und die Quarzblöcke darüber rausreißen, dann können wir dort schon mal Holz hinsetzen und dann hier auch wieder Holz rein. Das ist als Markierung. Genau, und zwar müssen wir jetzt hier drauf nochmal Holz ziehen und hier rechts daneben hier auch. Also dass es drei Blöcke sind. Und das dann einmal hochziehen bis halt ganz nach oben an die Decke dran. Genau, und dann können wir hier schon mal das Gelände einmal abschließen an das Holz dran. So, und außerdem müssen wir hier dasselbe auch machen. Das heißt, diese zwei Blöcke reißen wir erstmal raus, da drüber die Quarzblöcke auch und setzen dort Holz rein und packen das dann hier wieder rein, dass wir sehen, wo das hier halt durchgeht, ne? Und das ist an dieser Stelle. Und da ziehen wir dann auch einmal Holz bis ganz nach oben hin. So, dann kommen wir hier zur letzten Seite. Und da machen wir das jetzt einmal so, dass wir hier erstmal noch eine Schicht Holz dran setzen, dann noch eine Schicht und hier auf der rechten Seite auch eine Schicht und dann noch eine Schicht. Dann nehmen wir uns einmal Glasscheiben und ziehen hier und hier Glasscheiben rein, dann nochmal eine ganze Schicht Glasscheiben und hier auch nochmal eine ganze Schicht Glasscheiben. Und jetzt wird speziell, oben kommt noch eine Glasscheibe rein. Und dann setzen wir hier vor eine und hier vor eine und hier auch nochmal eine. Und dann nehmen wir uns Eisengitter und setzen die hier zwischen. Und das soll einfach so eine offene Glastür darstellen. Ich glaube, das erkennt man sogar ganz gut. Also hier hat man halt diese Gitter. Hier kann man das dann theoretisch auf und zu machen. Und die ist halt jetzt so nach außen hin geöffnet. Genau, den Bereich haben wir dann auch schon mal fertig. Und was wir dann noch machen, ist, dass wir hier einmal
Hier haben wir eine Schicht Quarz, da setzen wir noch eine zweite und eine dritte hin. Rechts haben wir auch zwei, da setzen wir auch nochmal eine dritte Schicht dran. Unten ziehen wir das hier genauso weit, das heißt hier auch nochmal eine Schicht. Hier links machen wir das schon mal zu. Noch eine Schicht. Und noch eine Schicht, also dass es auf der gleichen Höhe ist wie dort oben. Das heißt, hier sind es drei Blöcke, hier unten sind es vier Blöcke. Dann lassen wir drei Blöcke frei und ziehen hier zwei Quarzblöcke hin. Und einmal bis ganz nach oben und dann auch einmal hier runter bis zum Boden. Und dann ziehen wir außerdem hier einmal unten noch eine Schicht Quarz dran und hier auch. Und den Rest lassen wir offen. Beziehungsweise hier setzen wir nochmal hellgraue Glasscheiben hin, dass wir ein Geländer haben, dass man da nicht rausfallen kann. So, hier auf der Seite haben wir das auch, das passt. Und hier ist die Treppe, das heißt, hier kann man das einfach so offen lassen. So, damit sind wir sogar schon fast durch. Ich guck mal gerade hier unten, der Teil fehlt natürlich noch, da müssen wir noch ein bisschen was ändern. Und zwar machen wir das so, dass wir einmal hier noch eine Schicht Holz reinsetzen. Dann habe ich hier, glaube ich, den ganzen Bereich einfach zugemacht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, auf welcher Höhe. Ich glaube, hier habe ich das einfach so komplett zugemacht oder sogar noch einen Block weiter. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher. Aber einfach damit, dass man da nicht, dass der Bereich nicht so komisch aussieht. So, dann haben wir, oder habe ich Holz genommen und das hier nochmal nach innen gezogen. Hier auch nochmal eine Schicht nach innen. Und dann drei Blöcke freigelassen. Hier in der Mitte nochmal eine Quarzsäule hin und dann hier auch drei Blöcke frei und wo man dann einmal komplett wieder Glasscheiben reinzieht. So, das einmal auf der Seite und dann hier nochmal. So, und dann haben wir die Seite damit auch abgeschlossen. So, was ich dann noch gemacht habe, ist, also wenn man von der Seite auf das Haus guckt, ganz links habe ich auf dem letzten Block überall nochmal eine Schicht Quarz drauf gezogen, also einen Block. Einmal komplett rüber auf die andere Seite. Einfach weil das Ganze dem Haus nochmal so ein bisschen eine andere Form gibt. Also es ist einfach so ein bisschen mehr abgeschlossen, finde ich. Genau, das. Und dann fehlt hier oben nochmal eine Holzsäule. Und zwar ist das, wenn man von hier guckt, die gleiche Höhe wie dieses Holz. Das heißt, man geht hier weiter. Und die gleiche Höhe wie das dahinter, das heißt diese zwei Blöcke, also ne, wie gesagt, hier auf einer Höhe und dort auf einer Höhe mit dem, da kommt nochmal Holz hin und das ziehen wir dann auch einmal hoch bis hier nach oben. Wenn ihr das abzählen wollt, hier müssten es drei Blöcke sein und hier vorne ein Block. Genau, und damit haben wir die Säule dann auch fertig und das passt dann soweit auch erstmal. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den kleinen dekorativen Sachen. Also gerade hier auf dieser Seite, wo die Treppe ist, haben wir ja noch so einen Pool und sowas. Also den einen oder anderen interessiert das vielleicht, wie man das machen kann. Und dafür ziehen wir erstmal hier ganz außen, also ganz links, acht Blöcke Quarz nochmal aufeinander hier drauf. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt bis hier vorne zur Ecke. Dann drei weitere nach rechts. Und dann ziehen wir hier das einmal weiter nach hinten bis hierhin. Dann habe ich hier also eine Lücke freigelassen, hier nochmal Quarz reingesetzt und dann habe ich Gras genommen und das hier reingepackt. Und hier habe ich dann auch irgendwie so teilweise Gras und teilweise Sand reingesetzt. So einfach so ein bisschen durcheinander. Ist auch egal, wie man das letztendlich macht. Und dann habe ich hier diesen Farn genommen. Den kann man nur auf dieses Gras drauf packen, deshalb habe ich das gemacht. Und dann habe ich teilweise noch vielleicht nochmal so einen kleinen Farn zur Abwechslung. Keine Ahnung, setzen wir den hier hin. Und dann habe ich noch diese toten Büsche genommen, weil ich finde, die sehen ganz cool aus. So, dann hat man hier vielleicht nochmal so drei tote Büsche. Und damit so ein kleines Beet hier an der Stelle. Genau, außerdem habe ich einmal von hier, wenn man den zweiten Block nimmt von außen, hier eine ganze Linie rausgerissen und komplett hier Sand reingesetzt, weil ich hier mit Kakteen gearbeitet habe. Das heißt, so man nimmt sich dann hier einmal die Kakteen und dann habe ich hier angefangen. Also hier passt ja keiner hin, aber hier kann man dann eher den ersten hinsetzen, dann zwei Blöcke freigelassen
Und das halt so durchgezogen. Immer zwei Blöcke freigelassen und dann immer einen Kaktus hingesetzt bis hierhin. Und die habe ich alle auf eine Höhe von 2 gesetzt. Und damit die nicht weiter wachsen, nimmt man sich einen Faden und packt den einmal hier oben drauf, weil dann wachsen die Kakteen nicht weiter, weil 3 Blöcke ist ein bisschen zu fett für das Haus, finde ich. Genau, so, dann haben wir das schon mal. Und dann ziehen wir hier auch nochmal einen Pool rein. Und zwar, wenn man jetzt hier einmal an diese Stelle geht, lassen wir hier also Quarz, Sand, Quarz und den Block reißen wir dann raus. Und zwar 5 Blöcke nach hinten, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Dort kommt jetzt überall Sand rein. Dann reißen wir aber jetzt trotzdem noch nach rechts gehend 7 weitere Blöcke raus. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und diese ganze Schicht, ne? Also das sind dann 7 mal 5 Blöcke, die wir hier rausreißen. So diesen ganzen Bereich natürlich auch. So, und dann kann man das hier unten einmal ersetzen, wenn man möchte, oder man lässt es einfach so aus Erde, keine Ahnung, wobei ich hier setze das, glaube ich, packe hier aber Sand rein, finde ich, glaube ich, ganz cool. So, das heißt, hier kommt einmal überall Sand rein und dann machen wir gleich nochmal so eine kleine Beleuchtung dorthin, würde ich sagen. So, genau, und zwar habe ich dann noch Glowstones genommen und die dann einmal hier und hier reingesetzt. Und hier Glowstone reingesetzt. Und dann nimmt man sich Wasser und packt das hier rein, bis es ein stilles Gewässer ist. Und damit haben wir den Pool dann auch fertig. Und dann habe ich nochmal Zuckerrohr genommen. Kann ich nicht schreiben? So. Und habe das hier hingesetzt. Und zwar 1, 2, 3 Stück. Und die habe ich dann unterschiedlich lang gemacht, glaube ich. Irgendwie so. Keine Ahnung, dann kann man sich auch nochmal diese Faden nehmen und die oben drauf setzen, dass die nicht weiter wachsen. Wobei das der einzige, der weiter wachsen würde. Genau, und damit haben wir die kleine Dekoration hier neben dem Pool auch fertig. Und das ist eigentlich schon alles, was ich gemacht habe. Genau, wobei hier könnte man theoretisch vielleicht auch nochmal so eine Pflanze hinsetzen. Ansonsten, ich guck mal gerade ganz kurz. Ich glaube, dass das sonst alles war. Also mir fällt jetzt nichts auf, was noch fehlt. Nö, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr seid mitgekommen und wie gesagt, macht mal gerne Bilder davon, wo ihr bei euch in der Welt das Haus reingesetzt habt, würde mich mal interessieren. Und ansonsten nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr das Haus auch runterladen auf meiner Website mit der anderen Welt, also nicht mit dieser, sondern ne, das auf der Insel oder am Strand. Genau, und ansonsten nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.